Ende einer Odyssee. Nach mehr als 60 Stunden Anreise haben in der Nacht zu Freitag zwei palästinensische Frauen sowie ein Mädchen aus dem Gazastreifen die Ammerland-Klinik Westerstede erreicht. Die sind in München gelandet und sind auf dem Landweg mit Rettungsfahrzeugen hierher gefahren. Das war für die Patientin eine sehr anstrengende Fahrt und für uns auch eine Geduldsprobe, weil einer Patientin ging es schlecht unterwegs. Sie hat starke Schmerzen gehabt und konnte sich aushalten, so dass die unterwegs halt anhalten mussten mehrfach und wir sie halt telefonisch auch begleitet haben. Bei der 24-jährigen Frau, die bei Bombardierungen ihr ungeborenes Kind verlor, und dem 9-jährigen Mädchen wurden diverse Bauchverletzungen diagnostiziert. Bei der 50-jährigen Patientin müssen mehrere schwere Knochenbrüche behandelt werden. Am meisten hat uns die Patienten mit den Brüchen an den unteren Extremitäten und den Weichteilverletzungen beschäftigt. Halt die Patientin, die massive Schmerzen hat. Wir haben erstmal sie vernünftig mit Schmerzmitteln versorgt und dann halt die ganzen Untersuchungen durchgeführt und wir werden sie heute operieren. Der physische Zustand der anderen beiden Patienten ist stabil. Chefarzt Dr. Munir Dieb und sein Team sind allerdings auch als Seelsorger gefragt. Das Mädchen war schon sehr ängstlich, sehr zurückhaltend, weil es halt in einer fremden Umgebung mit fremder Sprache, mit fremden Gesichtern angekommen ist. Deswegen hat sie mich so am meisten beschäftigt, was ja, sag mal, die psychische Betreuung angeht. Ich habe lange Zeit mit ihr verbracht, um mich mit ihr zu unterhalten auf ihrer Sprache, auf Arabisch. Dabei sind nicht nur die Strapazen der Reise und die ungewohnte Umgebung eine Belastung für die palästinensischen Frauen. Ich weiß von der 50-jährigen Patientin, dass ihr Haus komplett zerstört wurde, also bombardiert wurde bei einem Luftangriff mit einem F-16-Bomber. Unter den Trümmern sind der Ehemann und drei der Söhne dieser Patientin mehr oder weniger begraben worden, sind getötet an Ort und Stelle. Und ihr Schwiegervater ist auch zu Opfer gefallen bei dieser Bombardierung. Zu dem Mädchen weiß ich, dass sie aus einer siebenköpfigen Familie stammt und sie von einer Mörsergranate getroffen wurde, die ganze Familie, als sie auf der Straße, auf der Flucht waren, so dass alle Familienmitglieder verletzt wurden, aber zum Glück keiner getötet. Die palästinensische Ärzteorganisation Palmet teilte mit, dass es sich bei den Frauen höchstwahrscheinlich um die ersten im jüngsten Gazakrieg verletzten Palästinenser handelt, die in Deutschland versorgt werden. Dr. Munir Dieb hofft, dass sich andere Krankenhäuser ein Beispiel an der Ammerland-Klinik nehmen und Kriegsverletzte aufnehmen.